Aldi, es ist Derby-Woche. Wie fühlt sie sich für euch an? Ja, jeder von uns weiß, dass es ein besonderes Spiel ist. Nicht nur für uns, aber auch vor allem für die Zuschauer und Fans. Ich glaube, wir haben ein emotionales Spiel vor uns und jeder freut sich schon auf das Spiel. Ja, ich glaube, dass wir im Hinspiel gezeigt haben, wie man den HSV bespielen muss. Das ist natürlich eine andere Geschichte, ob du zu Hause spielst oder ob du dann auswärts aufläufst. Und ich glaube, dass uns die Art und Weise stark gemacht hat, wenn wir zusammen kompakt im Block verteidigt haben, wenn wir dann unsere Aggressivität in der Zone ausleben konnten, sage ich jetzt mal. Und dann ist es für jeden Spieler unangenehm, wenn er relativ wenig Raum hat, wenn er dann im Raum wenig Zeit hat und sich in der besten Fall nicht aufdrehen kann, nicht zu unserem Tor spielen kann, dass wir den Gegner immer wieder mit Rückpässen zwingen, auch dass wir dann rausschieben können. Und ja, ich glaube, dass das immer das Mittel ist in der Liga, egal jetzt gegen welchen Gegner, natürlich gegen stärkere Einzelspieler noch umso wichtiger ist, dass du da eng drauf bist, dass du dem Gegner gar nicht das Gefühl gibst, dass Räume entstehen, dass Möglichkeiten entstehen. Und dann spielt, glaube ich, dann der Lauf des Spiels und die Zeit dann immer mehr für einen selber. Und ich glaube, nichtsdestotrotz sind wir auch gefordert, den Ball in unseren Reihen zu halten, uns Spielanteile zu nehmen, weil ich glaube, dass man auch sieht, wenn man sehr lange tief steht und nur verteidigt, ist es dann ab und zu nur eine Frage der Zeit. Also gegen Dresden war es gefühlt auch nur eine Frage der Zeit. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, aber das Gefühl, mit dem man dann vom Feld geht, wenn man nur hinterherläuft und wenig eigene Akzente setzen kann, ist natürlich auch nicht ganz so leicht.